Wie wir also gehört haben, stehen die beiden auf richtige Herausforderungen. Ihr neuestes Lokal dürfte definitiv eine sein. Mit ihrem Hälfte Diner kochen sie quasi in einer Betonwüste im Parkhaus Urania in Zürich. Ob das klappt, das haben wir an der Eröffnung etwas genauer unter die Lupe genommen. Die Burger machen definitiv was her. Aber serviert wird hier inmitten einer kleinen Betonwüste. Das Helveti Diner liegt direkt am Zürcher Parkhaus Urania. Hier stellt sich sicherlich die Frage nach der richtigen Wahl der Location. Ich finde es etwas vom Wichtigsten eigentlich, wo du deine Restaurant aufmachst. Und der Poldi hat mir einmal angerufen, ob ich das überhaupt, ob ich das toll würde finden da. Ich hätte jetzt den Mut nie gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das braucht einen wahnsinnigen Mut, so etwas machen. Aber wenn ich das jetzt anschaue, ich bin heute Morgen um 9 Uhr schon mal da gewesen, um das anzuschauen. Ich finde es richtig scharf und ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, weil da in der Umgebung fehlt so etwas. Und das ist so gestört, dass es gerade wieder super gut ist, eben mit dem komischen da rundum alles nur irgendwelche Autos und Zeug und so. Nein, ich könnte mir das schon noch vorstellen, dass das richtig abgeht. Die beiden Chefs mögen die Herausforderung und die dürfte hier definitiv gegeben sein. Kann das für ein Gastro-Konzept funktionieren? Das kann definitiv funktionieren für das Gastro-Konzept. Ja, da bin ich sogar überzeugt davon. Ich denke gerade immer mehr die spezielleren Locations mitten im Beton rein, auch eben nicht unbedingt an einer besten Lage, zwar schon beste Lage, aber halt nicht an einem Bellevue oder irgendwie an einem Limacé und so, die können sehr gut funktionieren. Mal, ich glaube, man muss einfach umso mehr Professionalität, umso mehr Persönlichkeit in ein Restaurant, Bar, Club reinbringen, dass es funktionieren tut. Und das Netzwerk ist sicher sehr wichtig am Anfang. Eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich kann mich erinnern, es hat mal ein Internetcafé da gehabt. Ich bin selber froh, dass es natürlich jetzt etwas Refarbiges hat. Ich kann mir vorstellen, dass Sie mit dem Namen sicher etwas bewirken an dieser Stelle da. Die Eröffnung lockt viele Interessierte an. Das liegt sicherlich auch am guten Netzwerk der beiden Inhaber. Aber ein ungewöhnliches Konzept an einem ungewöhnlichen Ort, das macht neugierig. Ich finde es sehr erfrischend, oder, dass wir das alles haben, dass es ein Parkhaus ist, dass es Mitte von der Straße ist. Finde ich sehr erfrischend, dass man gutes Essen kriegt und dass man vorbeischauen kann. Und dass die großen Fenster finde ich auch sehr, sehr cool und die ganze Tageslicht kommt rein. Also ich finde es super. Das ist eine super Idee. Das Konzept und die ungewöhnliche Location. Beides erntet viel Vorschusslorbeeren bei den Branchenkennern. Lockt einem das an als Kunde? Absolut. Also auf den ersten Blick vielleicht weniger. Aber wenn man reingeht, überzeugt es total. Oder? Und die Jungs von der VR Content haben es im Griff. Und sie schaffen es auch in unmöglichen Locations etwas zu machen, wo man Freude hat, wo man nicht gerne reinkommt. Und mein Burger ist einfach in aller Munde. Die Experten haben als passendes Konzept zu der Lage ein Diner gewählt. Milkshakes, Premium Burger, American Way of Life. Braucht es nochmal ein Burgerlokal? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die nicht auf Qualität setzen, werden dann auch mal mit der Zeit wieder wegsterben. Aber ich glaube, so Sachen wie hier verhebend. Und ich glaube, sie haben bewiesen, dass die letzten Jahre, dass sie einen verdammt guten Burger machen können. Ich bin jetzt eigentlich nicht ein Burger-Liebhaber, aber mir gefällt der Burger, weil er sehr saftig ist und doch der Geschmack richtig übertragen wird. Also ich werde den sicher wieder probieren, wenn es einmal läuft. Ja. Ob es dann wirklich läuft? Die Zeit wird es zeigen. Sicher ist, Burgerfans mit einem Flair für das Ungewöhnliche haben jetzt eine neue Anlaufstelle in der Zürcher Innenstadt.